Moin Moin, ich bin Kai vom Steinekanal und heute schauen wir uns ein Set der Marke Kader an. Und zwar haben wir hier aus der D-Tech-Reihe die Police Assault Rifle. Die ist, soweit ich weiß, auch unter dem Namen MP5 bekannt. Korrigiert mich, wenn das nicht ganz richtig ist. Dann schauen wir nochmal hier weiter auf die Verpackung. Das Set wird von Kader ab 8 Jahren empfohlen. Ich schätze mal, das ist ein bisschen sehr tief gegriffen, weil in der Regel sind diese Sets von Kader sehr anspruchsvoll. Dazu werde ich euch dann hinterher sicherlich nochmal was zu erzählen, wenn das Set aufgebaut ist. Dann haben wir hier die Setnummer. Das ist hier einmal C81006. Und dann ganz hinten haben wir hier das W. Das ist wichtig, denn dieses W gibt an, dass dieses Set hier für den europäischen Markt konzipiert wurde. Und das Set wird aus 617 Teilen zusammengebaut. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Rückseite. Da haben wir hier zunächst einen Bullet Loader. Das dürfte dann zum Laden unserer Geschosse sein, wobei wir dieses Mal, glaube ich, nicht diese roten Pfeile verschießen, sondern eher Gummibänder. Das sehen wir uns dann aber genau an, wenn das Modell aufgebaut ist. Dann haben wir hier noch einen Charger. Ich denke mal, das ist dann mehr zur Deko, dass wir hier das Magazin anstecken können. Schauen wir uns dann ebenfalls hinterher nochmal an. Gear Shifting, denke mal, hier wird dann das Gummiband rübergespannt und wenn es dann natürlich nach vorne geht, dann wird dieses Gummiband abgeschossen. Und dann haben wir hier noch Flexible Adjustment auf Gunstock. Da können wir hier also dieses Schulterstück ein bisschen rein und rausfahren, je nachdem, wie man es denn gerne haben möchte. Und dann haben wir hier natürlich auch den Trigger, damit wir das Ganze dann auch abfeuern können. Unten rechts haben wir dann noch Informationen zur Bauanleitung. Hier steht zwar, dass wir das Ganze nur in digitaler Form von der Webseite herunterladen können. Das gleiche hatten wir aber auch schon bei der letzten Waffe von Kader, die ich euch gezeigt habe, bei der Micro-Uzi. Dort stand das gleiche. Im Endeffekt lag dann aber eine gedruckte Bauanleitung bei. Das schauen wir uns dann natürlich gleich einmal an, ob das hier genauso ist, wenn wir die Packung öffnen. Und dann haben wir hier noch einen Standfuß für unsere Waffe. Hier sehen wir dann auch schon als allererstes die Bauanleitung. Ich nehme mal an, hier wird ja genau ein paar Sticker beiliegen. Das sind dann hier nur diese Blockgun-Sticker. Das ist sozusagen diese Waffenmarke von Kader. Ich finde, auf diese Aufkleber kann man sehr gut verzichten. Und wenn wir dann hier in die Bauanleitung schauen, dann sehen wir, dass hier die vorherigen Schritte ausgegraut werden. Wir haben eine Teileübersicht, was hier neu hinzukommt. Rote Pfeile, wo hier alles genau angesteckt werden soll. So gesehen sollte es recht einfach funktionieren. Ich werde dann hinterher sehen, ob es dann auch wirklich einfach aufzubauen war. Wir haben dann insgesamt 98 Bauschritte, bis die Waffe fertig aufgebaut ist. Es wird dann hier als A bezeichnet, denn wir haben ja auch noch den Standfuß. Der wird dann als B-Variante bezeichnet. Hier sind es dann nochmal 16 Bauschritte, bis auch der Standfuß fertig aufgebaut ist. Dazu haben wir natürlich noch 7 Polybeutel mit den ganzen Einzelteilen und dann nochmal ein Tütchen mit 3 Gummibändern. Was sehr schade ist, dass wir hier auch jede Menge blaue Dreierpins dabei haben. Immerhin sind die Zweierpins in Schwarz gehalten. Übrigens, dieses Set findet ihr jetzt auch in meinem neuen Online-Shop unter www.trendgames.de. So, nach circa 3,5 Stunden ist die Police Assault Rifle, also die PAR, dann fertig aufgebaut gewesen. Wie ihr seht, die passt hier kaum bei mir ins Bild hinein. Die ist also recht groß geworden. Das schauen wir uns gleich aber alles Stück für Stück an. Zunächst ein paar Ersatzteile sind übrig geblieben, hauptsächlich Pins, ein schwarzer Lochbalken auch noch. Ich hoffe, den habe ich nicht irgendwo vergessen, noch mit einzubauen. Dann noch ein Kaderteiletrenner. Den musste Kader selbst entwerfen, denn auch der Lego-Teiletrenner, der ist von Lego geschützt. Deswegen sieht er hier auch ein bisschen anders aus, ist also zum einen transparent und zum anderen ist er hier unten weiterhin etwas breiter. Den hat man aber auch für den Aufbau nicht benötigt. Zusätzlich sind noch 2 Ersatzgummibänder dabei. Davon wurde dann eins für den Ladeschlitten verbaut, damit man dieses hier zurückziehen kann. Die PRR war wesentlich einfacher aufzubauen als erwartet. Normalerweise sind Kader-Modelle ja nicht ganz so leicht aufzubauen. Das ist zumindest meine bisherige Erfahrung gewesen. Hierbei hatte ich jedoch keinerlei Schwierigkeiten gehabt.
Dennoch würde ich nicht sagen, dass dieses Modell für einen 8-Jährigen geeignet ist, denn man hat beispielsweise dieses Element zuerst zusammengebaut. Das musste dann alles gleichzeitig eingesteckt werden auf den Rest der Waffe. Und das war dann immer nicht ganz so einfach, alle Pins dann gleichzeitig einzustecken. Die Teilequalität von diesem Set fand ich sehr gut. Hier hatte ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Die würde ich jetzt vergleichen mit der von Lego. Erinnert mich jetzt hier auch an mein letztes Lego-Technik-Modell. Das war der schwarze Dodge Charger. Der ist natürlich von den Teilen her dann ziemlich vergleichbar. Das Einzige, was schade ist, dass auch hier halt blaue Pins verbaut wurden. Die PRR ist eine Replik mit vielen simulierten Funktionen. Die schauen wir uns jetzt alle einmal nacheinander an. Fangen wir an mit dem Magazin hier unten. Das Negative gleich vorweg. Wie ihr seht, hat das Ganze sehr viel Spiel. Es steckt auf jeden Fall fest drin. Es wird hier also nicht von selbst rausrutschen. Und ansonsten ist die Handhabung des Magazins ganz einfach. Wir haben hier einen Hebel, den drücken wir leicht nach vorne. Und dann können wir das Magazin nach unten hinweg rausziehen, haben es schon in der Hand. Das geht sehr leichtläufig, ebenfalls das Einstecken ist genauso leichtläufig. Schon ist es eingerastet und fest und rutscht hier auch nicht von selbst raus. Dazu müssen wir dann erst wieder den Hebel bewegen. Das finde ich schon mal sehr gut gelöst. Wie gesagt, der Spiel des Magazins ist natürlich ein bisschen schade hier. Das Magazin lege ich mal zur Seite. Als nächstes schauen wir uns mal dieses Schulterstück hier an. Das ist natürlich zum Anpressen an die Schulter oder an den Oberkörper. Das können wir jetzt hier auch einfahren. Dazu müssen wir dann hier einfach nur diesen Dreierpin mit Achsaufnahme hier hinten einfach herausziehen. Dann können wir das Ganze reinschieben. Ich glaube, das könnten wir auch noch mit ein paar unterschiedlichen Stufen machen. Und dann können wir den Pin hier wieder reindrücken. Und schon ist das Ganze dann hier fest und die Waffe ist wesentlich kürzer. Und jetzt könnt ihr sie wahrscheinlich auch in Gänze sogar auf meinem Bildschirm sehen. Dann haben wir hier oben einen sogenannten Bullet Loader, also einen Ladeschlitten würde ich sagen. Den können wir hier zurückziehen. Da ist dann eins der schwarzen Gummibänder verbaut, damit das dann hier auch immer wieder zurückfährt. Das hat aber soweit keine weitere Funktion. Das ist einfach nur ein bisschen Deko, damit das dann näher ans echte Modell herankommt. Auf der rechten Seite der Waffe haben wir dann hier noch einen kleinen Hebel. Den können wir jetzt hier beliebig bewegen. Das hat leider gar keine Funktion, ist also auch nur Deko. Ich vermute mal, das Ganze hier soll die Sicherung darstellen, dass wir den Abzug jetzt hier nicht aus Versehen betätigen können. Ich hatte euch das ja schon mal bei der Mikro-Uzi von Kader gezeigt. Das hatte ja auch so eine Sicherung und das hat sogar bei der Mikro-Uzi wirklich verhindert, dass wir dann diesen Abzug auslösen konnten. Wie gesagt, hier leider nur Deko. Hier oben haben wir dann auch noch eine Zielhilfe, die ist sogar auch wirklich einigermaßen zu gebrauchen. Ich versuche euch das hier mal einigermaßen zu zeigen. Vielleicht könnt ihr das ja so etwas sehen und nachvollziehen. Das ist sogar wirklich einigermaßen zu brauchen, denn wir haben hier auch eine Abschussfunktion. Die zeige ich euch dann jetzt als nächstes. So, mit der PRR haben wir hier nämlich die Möglichkeit, Gummibänder abzuschießen. Die können wir hier vorne anfangen herüber zu spannen. Legen das dann hier über das Zahnrad. Das Ganze können wir dann einmal spannen und sobald wir dann den Auslöser hier drücken, dann können wir hiermit das Gummiband dann abfeuern. Das zeige ich euch auch einmal eben. Dazu brauchen wir hier erstmal ein paar Gummibänder. Da muss man leider sagen, die sind nicht dabei gewesen. Die solltet ihr also auf jeden Fall zu Hause haben, wenn ihr die mit eurer PRR abschießen wollt. Als erstes legen wir ein Gummiband hier vorne über das Achsstück, was hier herausguckt, ziehen das Ganze dann über das Zahnrad, halten es etwas fest, können das dann hier mit dem Hebel nach hinten ziehen. So, ihr habt es zweimal klacken gehört, es muss beim zweiten Mal geklackt haben, das klackt auch etwas lauter, dann ist das Ganze hier auch fest eingerastet, geht jetzt hier also auch nicht mehr von selbst los. Erst wenn wir dann hier den Abzug betätigen, dann wird das Ganze hier der Mechanismus ausgelöst und dann kann das Gummiband dann hier nach vorne abgeschossen werden. Natürlich nicht auf Mensch oder Tier richten, aber man kann mit der PRR ganz wunderbar kleine Gegenstände umschießen. Beispielsweise leere Cola-Dosen, das habe ich euch hier einmal vorbereitet.
So ein Gummiband kann locker 10 bis 15 Meter fliegen. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Spannkraft eures Gummibands an. Die Zielgenauigkeit ist recht gut. Ich konnte kleine Actionfiguren so mit einer Distanz von 2 Meter umschießen und so eine Cola-Dose, die konnte ich auch aus 3 Meter noch treffen. Natürlich soll man nicht auf Menschen zielen, dennoch wollte ich einen kleinen Selbstversuch starten. So durfte Jana einmal auf mich schießen und ich muss sagen, aus kurzer Distanz zwiebelte das ganz schön, so ein Gummiband abzukriegen und auch aus 5 Meter Entfernung konnte man noch etwas merken. Das zwiebelte dann aber nicht mehr ganz so doll. Weiterhin konnten wir auch noch einen kleinen Ständer zusammenbasteln. Natürlich messen wir das Ganze auch noch einmal aus. Wir kommen hier auf eine Länge von ca. 67 cm. Das Ganze ist so an dieser Stelle ca. 6 cm breit oder auch dick. Und bei der Höhe, wenn wir mal hier die Zielhilfe noch mitrechnen und unten bis zur Spitze des Magazins gehen, da kommen wir so auf knappe 30 cm. Wenn wir dieses Schulterstück bzw. diese Anliegehilfe einfahren, dann kommen wir auf ca. knapp 57 cm. Ziehen wir ein kurzes Fazit, da würde ich zunächst als negative Punkte aufführen, dass wir hier blaue Pins verbaut haben. Das finde ich sehr schade, da hätte man auch sehr gerne schwarze nehmen können. Auch, dass wir keine Gummibänder zum Verschießen dabei hatten, das finde ich sehr schade, da hätte man ruhig ein paar beilegen können. Wir hatten zwar diese kleinen schwarzen hier, aber ich glaube, die hätte man niemals hier einmal rüberspannen können, die wären wahrscheinlich vorher gerissen. Zu den positiven Punkten, das Set konnte man viel leichter aufbauen, als ich zunächst gedacht hatte. Jedoch ist es ganz sicherlich nichts für einen Achtjährigen, da sollte man schon ein bisschen älter sein, beziehungsweise schon ein bisschen Technik-Bauerfahrung haben. Dazu noch eine gute Teilequalität, damit war ich sehr zufrieden und ein niedriger Preis, denn der liegt unter 35 Euro für 617 Teile. Und das Wichtigste ist, dass es richtig Spaß macht, irgendwie kleine Gegenstände mit Gummibändern umzuschießen. Wenn ihr euch für die PRR interessiert, dieses Set bekommt ihr ebenso wie auch ähnliche, wie beispielsweise die Micro-Uzi, in meinem neuen Online-Shop unter www.trendgames.de. Wenn ihr noch mehr Waffenreplikas aus Klemmbaustand-Sets sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich danke euch fürs Zusehen und verbleibe dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!